Stefan Rippel, Bond-Verantwortlicher der Bregenzer Festspiele. Heute ist es dann wirklich losgegangen, noch früher als geplant. Man hat die Bond-Dreharbeiten schon vorverlegt. Warum? Was war der Grund dafür? Ja, der Grund ist das gewesen, dass im Feldkino ein bisschen nass war. Und dann hat man gesagt, okay, wir machen hier mal Proben, dann können wir schon vorbereiten für morgen. Praktisch, wenn der Dreh auf dem Vorplatz auch losgeht, haben wir schon ein Training. Das heißt, es werden jetzt Stunt-Trainings durchgeführt. Was steht noch auf dem Programm morgen, wenn wirklich gedreht wird? Also morgen ist schon mal der ganze Tag Einrichtung der kompletten Location. Da sind eigene Crews an verschiedenen Drehplätzen im Hause, wo die Drehs vorbereiten. Und ja, da wird für den Abend praktisch alles hergerichtet. Danach hat die Tore geschlossen und dann am Abend geht der Dreh los. Sind die Vorbereitungen von den Seiten der Festspiele auch relativ groß, nehme ich an, wahrscheinlich im Haus? Also wir haben für die Festspiele inklusive mit den ganzen Statisten 2200 Personen am Set. Und die ganzen Leute müssen natürlich koordiniert werden, hier im Hause, dass keiner dem anderen über die Zehen läuft. Und also die Vorbereitungen auf der Seebühne sind natürlich wie im Sommer, das ist eigentlich unser Standardrepertoire, das wir aufführen, nur eben diese paar Monate früher. Sie selbst, sind Sie Bond-Fan? Was hat man da für ein Gefühl, wenn man da Mitglied eines so großen Films ist? Also generell bin ich schon Fan, ist jetzt ein bisschen übertrieben zu sagen, aber generell sehe ich die Filme natürlich Bond auch gerne an. Und ich muss sagen, das Feeling, das wir hier haben, da mal so hautnah bei den Dreharbeiten dabei zu sein und eigentlich Teil des Teams zu sein, ist natürlich schon spektakulär für uns auch noch als Profis im Showgeschäft, sage ich jetzt mal. Können Sie uns noch irgendetwas verraten über den Film? Also man weiß, es wird Ihnen drinnen eine Verfolgungsjagd geben, auf der Seebühne wird gedreht. Sonst irgendetwas, können wir etwas entlocken? Nein, da können Sie von mir nichts entlocken, weil wir alle Verträge haben, wo wir über die Dreharbeiten eigentlich nichts sagen können. Es kann nur so viel sagen, dass es eigentlich spektakulär wird und auch sehr, sehr viel Action in und ums Haus sein wird, aber über detaillierte Szenen können wir nichts sagen. Es wird auch der Platz rings ums Festspielhaus relativ großräumig gesperrt werden. Wie kann irgendjemand, der jetzt noch doch vielleicht das eine oder andere erblicken möchte, ein Zaungast, wo sieht man noch was? Also sehen, der beste Standort, wo man was sieht, kann natürlich nicht sagen, das muss jeder für sich selber ausloten. Die ganzen Absperrungen, die ringsum aufgestellt werden, ist natürlich auch zur Sicherheit, dass keine Leute neben dem Stunt-Gefahrenbereich reinlaufen. Also es ist nicht um die Dreharbeiten komplett abschotten, dass die Zuschauer nicht reinkommen, sondern nur für die Stunt-Bereiche, auch zur Sicherung der ganzen Akteure und Zuschauer.